Hallo zusammen. Sicherlich wissen die meisten unserer Zuschauer, dass vor Millionen von Jahren die größten Tiere auf unserem Planeten gelebt haben. Die moderne Welt ist jedoch auch voller erstaunlicher Kreaturen, die mit ihrer Größe und Form überraschen. Und vor allem, all diese Giganten fühlen sich im 21. Jahrhundert sehr wohl. Im heutigen Video haben wir für euch die 10 größten Tiere der Welt versammelt. Los geht's! Kodiakbär. Der braune Repräsentant der Bärenfamilie mit dem Spitznamen Kodiak bleibt oft im Schatten des Ruhms in der Arktis, aber es ist immer noch nicht klar, welcher dieser Bären der absolute Führer seiner Dimension ist. Kodiak erreicht eine Höhe von mehr als 1,60 Meter und seine Gesamtlänge beträgt 3,4 Meter. Das Maximalgewicht dieser Tiere erreicht 1135 Kilogramm. Gruselig sich vorzustellen, eine so große Kreatur irgendwo in der Wildnis zu treffen. Aber trotz der erschreckenden Erscheinung können diese Bären dressiert werden. Einer von ihnen, der Kodiak namens Bart, war sogar ein Filmstar und schaffte es, in mehr als 10 Filmen mitzuspielen. Südlicher Seeelefant. Was passiert, wenn man einen dicken Seehund nimmt und einen Elefantenrüssel dran befestigt? Es scheint, dass dies die Art war, wie die Natur argumentierte, als sie den südlichen Seeelefanten schuf. Ehrlich gesagt ist die Kreatur ziemlich seltsam und einfach riesig. Urteil selbst. Erwachsene Seeelefanten können bis zu 6 Meter lang werden und ihr Gewicht beträgt im Durchschnitt etwa 4 Tonnen. Ja, ungefähr 4 Kodiakbären. Es überrascht nicht, dass die Wissenschaftler den südlichen Seeelefanten als den größten der Flossenfüßler bezeichnen. Übrigens, ein paar Worte zum seltsamen Rüssel. Bei den Männchen wächst er auf eine Länge von 30 cm heran, aber bei den Weibchen fehlt ein solcher Körperteil vollständig. Warum? Nun, darum. Sonnenbarsch. Der Fisch, der wie eine riesige Scheibe aussieht, die an den Seiten abgeflacht ist, hat mehrere Namen. Also dürfen wir vorstellen, Sonnenbarsch, Mondfisch, aber auch Mola Mola. Dieser Ozeanbewohner bevorzugt Einsamkeit und bewegt sich unglaublich langsam im Wasser fort. Das ist nicht überraschend. Stellt euch vor, der Fisch wiegt so viel wie der bereits bekannte Kodiakbär. Und in der Länge kann Mola Mola fast 3 Meter erreichen. Im Guinness Buch der Rekorde wurde 1908 ein Fall registriert, als ein Mondfisch gefangen wurde, dessen Durchmesser mehr als 4 Meter betrug und das Gewicht 2 Tonnen überstieg. Der Hauptlebensraum der Sonnenbarsche ist die Wasseroberfläche, weshalb Seeleute oft beobachten, wie diese Meeresbewohner am Schiff vorbeischwimmen und ihre Rückenflosse zeigen. Übrigens wird dieser Fisch manchmal mit einem Hai verwechselt. Ja, hältst mal kurz die Flosse raus und bist direkt ein grausamer Seeräuber. Um sicherzustellen, dass ein Mola Mola vor euch ist, ist ganz einfach. Denn das Tier springt oft über die Wasseroberfläche und zeigt all seine Pracht den Menschen in seiner Umgebung. Für so ein Hobby nannte man ihn Sonnenbarsch. Walross. Die bärtigen Bewohner des arktischen Ozeans gehören zu den ältesten Großtieren, die seit der letzten Eiszeit existieren. Und jetzt werden diese Giganten bis zu 3 Meter lang und wiegen bis zu 2 Tonnen. Diese großen Vertreter der Flossenfüßler sind in der Meisterschaft nur den Seeelefanten unterlegen, von denen ihr bereits wisst. Walrosse führen ein Herdenleben und sammeln Gruppen von 10 bis 20 Individuen, aber oft findet man riesige Brutkästen, wo man gleichzeitig das Leben von 2.500 genießen kann. Übrigens versuchen Walrosse im Gegensatz zu anderen Flossenfüßlern so nah wie möglich aneinander zu liegen, und zwar nicht aus Platzmangel, sondern ganz bewusst. Außerdem schwimmen sie auch im Wasser zusammen. Können diese Jungs Zeit haben, ihr Walross-Team zum Synchronschwimmen zu bewegen? Afrikanischer Elefant. Bis heute ist das größte Landtier der Welt der afrikanische Elefant. Mal schauen. Die Länge des Männchens beträgt fast 7,50 Meter, aber die Weibchen sehen viel kleiner aus und messen durchschnittlich 6. Die Masse der Säugetiere kann bis zu 12 Tonnen erreichen. Sicherlich wissen viele von euch, dass diese Tiere hohe intellektuelle Fähigkeiten haben. Nicht umsonst nehmen sie an verschiedenen Zirkusshows teil und touren um die Welt. Die Sache ist, dass Elefanten von Natur aus mit einem großartigen Gedächtnis ausgestattet sind, um das sie sogar ein Mensch sie beneiden kann. Wurdet ihr schon mal eingeladen, am Zirkus teilzunehmen? Wir tun es nicht, aber die Elefanten tun's. Darüber hinaus sind diese Riesen in der Lage, Melodien zu unterscheiden. Es ist schwer zu glauben, aber ein Elefant ist bekannt dafür, mit Hilfe seines Rüssels Bilder zu malen. Weißes Nashorn. Dieser Name wurde dem Tier von den Engländern gegeben, was das Burenwort auf seine eigene Art und Weise verzerrte, was Breitgesicht bedeutet. Das weiße Nashorn gilt als der größte Vertreter der Nashornfamilie und es ist nicht überraschend. Die Masse des Männchens erreicht 4,5 Tonnen und die Höhe an den Schultern beträgt 2 Meter. In der Natur leben diese riesigen Säugetiere in zwei weit voneinander entfernten Gebieten Afrikas.
und die nördliche Unterart gilt als etwas größer als die südliche. Wegen der Wilderer gilt diese Art heute als fast ausgestorben. Urteil selbst. Ende November 2015 gab es in Kenia nur 3 weiße Nashörner, 2 Weibchen und ein Männchen im Reservat. Übrigens heißt das Männchen Sudan und lebt in einer rund um die Uhr bewachten Sicherheitszone, die von den Behörden Kenias sichergestellt wurde. Sudan hat seinen eigenen Account bei Tinder, aber er wird nicht genutzt, um nach der besseren Hälfte des mächtigen Tieres zu suchen, sondern um Mittel für den Erhalt der Art zu beschaffen. Pottwal. Wenn ihr irgendeinen zufälligen Menschen auf der Straße fragt, welche großen Bewohner des Ozeans er kennt, dann ist er sehr wahrscheinlich sehr überrascht, dass ihr ihn mit solchen Fragen überhaupt belästigt. Nun, und dann wird er den großen weißen Hai und den Pottwal nennen. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Pottwal, der größte der Zahnwale, kann bis zu 20 Meter lang werden. Und die Masse seines Gehirns ist 5-mal so groß wie die Masse des menschlichen Gehirns. Darüber hinaus wird der Pottwal als ziemlich aggressives Tier betrachtet und ist in der Lage, einen Walfangfisch in Splitter zu zerschlagen. Der schlechte Charakter des Tieres hat die Jäger jedoch nicht davon abgehalten, sie zu jagen. Deswegen gibt es heute weltweit nur etwa 400.000 Pottwale. Verglichen mit den vergangenen Zahlen ist dies sehr klein und die Umweltverschmutzung hilft dem Geist nicht besonders, sich zu erholen. Im Allgemeinen wünschen wir den Pottwalen viel Glück. Krauskopfpelikan. Im Gegensatz zum Namen ist dieser Vogel keineswegs wie ein schönes Alpenlamm und vielleicht ist es am besten so. Um ehrlich zu sein, es ist gruselig, sich eine solche Kombination vorzustellen. Auf dem Rücken des lockigen Pelikans gibt es jedoch noch einige unordentlich hervorstehende Federn, die dem Wissenschaftler einen hinreichenden Grund für einen solchen, naja, recht schönen Namen geben. Der Pelikan ist der größte fliegende Vogel und der Krauskopf hebt sich jeweils stark gegenüber allen anderen ab. Ein Wunder, denn die Flügelspannweite des Lockenkopfs übersteigt 3,5 Meter und die größten Vertreter messen 183 cm Länge. Natürlich ist es nicht genug für ein Basketballteam, aber wenn ihr euch erinnert, dass diese riesige Kreatur auch noch fliegen kann, und sie fliegt nicht nur, sondern kann bis zu 50 Stundenkilometer beschleunigen. Ein besonderes Merkmal aller Pelikane ist natürlich die seltsame Tasche unter dem Schnabel, die sie als Fischernetz und Einkaufstasche benutzen. So kann er sich bei lockigem Haar so weit dehnen, dass er bis zu 13 Liter Wasser oder Nahrung aufnehmen kann. Und noch eine interessante Tatsache. Während der Paarungszeit werden die meist stillen Vögel sehr gesprächig und veröffentlichen leise, grunzende Geräusche. Ja, die Natur ist sehr seltsam. Riftia parhiptila. Denkt ihr, dass die großen Tiere notwendigerweise Hörner, Hufen oder zumindest riesige Flossen und Schnäbel haben? Wir eilen herbei, euch davon abzubringen und machen euch gleichzeitig mit Riftia bekannt. Im Gegensatz zu anderen Meerestieren unserer Liste ist die Riftia nicht nur frei von Anzeichen eines majestätischen Tieres, sondern hat sogar keinen Mund. Übrigens auch keinen Magen. Vielleicht wenn die Haie ein wenig romantisch wären, würden sie Riftia sich an den Feiertagen schenken. Aber eigentlich ist es natürlich keine Koralle, sondern ein sehr lebender Organismus der Familie Pogonophora. Die wirbellosen Meerestiere, die allgemein als Ringelwürmer bezeichnet werden, obwohl Wissenschaftler zu diesem Thema streiten, aber gibt es verschiedene Argumente. Oh, es ist nicht so wichtig, wenn die Gesamtlänge des Riftia-Körpers 1,5 Meter erreichen kann. Und wir reden nicht über die lustigen Röhren. Sie ragen mehr als 3 Meter nach oben und zu den Seiten. Es ist ein wirklich großer Wurm, der auf den Galapagos-Inseln und im östlichen Pazifik in einer Tiefe von mehr als 2000 Metern zu finden ist. Blauwal. So erreichten wir das größte Säugetier, das jemals auf unserem Planeten existierte. Trotz seiner Größe ernährt sich der Blauwal von den fast kleinsten Meereswesen, den winzigen Garnelen. Ja, er hat eine ziemlich strenge Diät, aber es ist es definitiv wert, denn mit ihrer Hilfe kann das riesige Tier bis zu 33 Meter groß werden und mehr als 150 Tonnen Gewicht betragen. Trotz der Tatsache, dass der Blauwal sein ganzes Leben im Wasser verbringt, hat er keine Kiemen, sondern Lungen und die weiblichen Wale füttern die Jungen mit Milch. Außerdem haben Wale keine Schuppen, im Allgemeinen sind sie warmblütig im Gegensatz zu Fischen. Stellt euch vor, dieser große Ozeanbewohner ist auch Warmblüter. Er taucht bis zu einer Tiefe von etwa 200 Metern, aber wenn es dort eine gewisse Gefahr gibt, zum Beispiel Walfänger, dann kann das riesige Tier zu 2-mal tiefer tauchen und eine Stunde unter Wasser bleiben. Dann wird der Wal einige Zeit brauchen, um an die Oberfläche zu kommen und gleichzeitig einen Springbrunnen mit einer Höhe von bis zu 10 Metern freizulassen. Natürlich gibt es auf der Welt immer noch viele Tiere, deren Größe in Erstaunen versetzt. Kennt ihr welche? Teilt sie uns in den Kommentaren mit und vergesst die Likes nicht. Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen.
Besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren. Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.